Diesen Monat der Praxistipp im Arbeitsrecht im Infoservice Arbeitsrecht. Dreht sich um die Frage einer Besonderheit bei einer Kündigung eines erst sehr kurz bestehenden Arbeitsverhältnisses, typischerweise in der Probezeit, und bestehender Erkrankung des Mitarbeiters. Es versteckt sich hier eine kleine Besonderheit und Falle, die nicht jedem bekannt ist. § 8 des Entgeltfortzahlungsgesetzes sieht nämlich vor, dass bei einer solchen Kündigung wegen einer Erkrankung, so steht es im Gesetz drin, einer sogenannten Anlasskündigung, unter Umständen Entgeltfortzahlung über das Ende des Arbeitsverhältnisses hinaus zu leisten ist. Ist beispielsweise der Arbeitnehmer 3 Wochen krankgeschrieben und die Kündigungsfrist endet bereits nach einer Woche, dann könnte sich eine um 2 Wochen verlängerte Entgeltfortzahlungspflicht ergeben. Nach dem Gesetz ist es, wenn wegen der Erkrankung gekündigt wird. Und die Rechtsprechung sagt hierzu, es gilt wie immer eine abgestufte Darlegungs- und Beweislast. Und dem Arbeitnehmer kommt hier eine Beweiserleichterung zugute, wenn er vortragen kann, ich war krankgeschrieben und während dieser Zeit habe ich die Kündigung bekommen, ist erstmal objektiv diese Anlasskündigung indiziert. Und dann muss der Arbeitgeber darlegen und beweisen, dass die Kündigung wegen anderer Gründe erfolgt ist. Dann, wenn ihm das gelingt, ist keine Entgeltfortzahlung weiter zu leisten, sondern sie endet dann mit dem Tag der Beendigung. Gelingt das nicht, ist das Gericht am Ende überzeugt davon, dass es eine Anlasskündigung war, dann muss man bedauerlicherweise noch über das Ende des Arbeitsverhältnisses hinaus Entgeltfortzahlung leisten.